Dann, natürlich auch herzlich willkommen an alle auf YouTube hier an der Stelle. Und wir starten. Let's go. Okay, da komme ich nicht rüber. Wo müssen wir hier runter? Ne, wir müssen hier lang. Ah, wir kommen von da. Okay. Also, oh mein Gott. Jedes Mal checke ich nicht, dass ich auf 1, 2, 3 nicht meine Waffen wechseln kann. Das ist so hässlich. Okay. Ah, das ist nichts Gutes, oder? Bin jetzt Mitglied im Discord. Sehr gut. Boah, Alter, da war der Voice Crack, Alter. Sehr gut, Madnix. Das macht uns wohl offiziell zu Partnern, ob es uns gefällt oder nicht. Jetzt sind wir Partner, nachdem wir schon hier 45 Mal uns gegenseitig das Leben gerettet haben. Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Diese Ada. Alter. Das ist geil. Wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Wow. Wie, die droppen nichts, die Kackschlangen, Alter. In den letzten Teilen gab es immer Eier. Die konnten wir dann essen, haben uns geheilt. Ich würde mal sagen, du brauchst einen größeren Tisch. Ja, ich glaube auch. Aber, ja, also noch geht's. Aber wenn ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Setup hole, dann, dann wird's schon sportlich. Wer seid ihr denn, Alter? Geile Texturen, ne? Sehen aus wie ein Teil von der Wand, Junge. So, wir machen heute machen wir einen entspannten Stream. Ich weiß nicht warum, ich bin heute irgendwie hart müde. Das Geile ist ja, ich bin... Ist es gut? Was passiert hier? Wow, 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 wow! Okay. Das Geile ist ja, ob ich müde bin oder nicht, ist völlig random. Ich dachte, die kommen auf mich zu, lol. Oh, das ist reizend. Sehr, sehr reizend. Ob ich müde bin oder nicht, ist komplett random. Ich habe manche Nächte, da kann ich bis 3 Uhr nicht einschlafen, stehe um 6 Uhr auf. Ich bin das blühende Leben. Und manchmal gehe ich um 22 Uhr schlafen, schlaf bis 8 Uhr. Ich bin tot den Tag. Ich bin tot. Zigarette zu Ende, muss wieder zum Kind, also nur Chat und Bild und Ton, ohne Ton. Ja, alles gut. Warum hängt er da? Als ob ich ihn nicht da runter droppen kann. Was, gerade aus und Leertaste halten und im Sprint Rechtsklick rutschen? Alter Junge, dass wir das überlebt haben, ne? Das ist auch schon... Er krabbelt da durch? Ja, genau. Mit Sicherheit ist er so intelligent, ne? Ja. Da stellt sich mir die Designfrage in diesem Game. Also. Es wäre doch einfach 1000-mal geiler gewesen, wenn die Zombies mir hinterherrennen und geschreddert werden. Das wäre doch super cool gewesen. Oh, nee. Kann ich ihn treten? Ich hätte ihn gerne da reingekickt. Also da muss ich sagen, es wäre doch ein cooler Effekt gewesen. Ich wollte doch nur das Ding auf dem Boden aufheben. Ich wollte doch nur den Fähigkeitspunkt aufheben, Junge. Für die Einrichtung zuständig.
beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Kenn ich, ja, es ist super, also es ist ultra weird. Und wie ist der Kampf bei euch da auf dem Boden? Ist schön, oder? Ach stimmt, wir haben ja kritische Treffer geskillt. Und den hat's. Ah, er verwandelt sich wieder. So, okay, also nochmal. So. Und den können wir wieder umwresteln, oder? John Cena! So, was haben wir hier? Leertaste? Also da gehen wir nicht lang. Oder spielen Sie gerne mit dem Feuer? Los, finden wir einen anderen Weg. Finden wir einen anderen Weg, okay. Ah, das hätte ich ja niemals im Leben gefunden. Okay. Jetzt geschehen wieder Dinge, ne? Ja, okay. Nerina, vielen Dank für dein Follow. Alles klar, okay. Warum hat der Zombie eigentlich Dynamit dabei? Kann mir das mal irgendwer erklären? Wie kommt ein Zombie an Dynamit? Können die das benutzen? Anzünden? Also. Kommt sie wieder? Oder ist sie jetzt. Ah. Zombies sind für mich einfach so hirnlose Dudes, die einfach nur laufen auf ihr Fressen zu. So. Jetzt muss ich sagen, dass ein Zombie wegen mir ist zwar nicht der klassische Zombie, dass ein Zombie wegen mir mal rennen kann, okay, mache ich auch noch mit. Wo ich sage, gameplay-technisch macht es einfach spannender, baut mehr Druck auf, wenn der Zombie rennt. Aber A, dass Zombies krabbeln, um durch diese Messer nicht durchzulaufen, no. Zombie wäre da reingelaufen. Meine Definition von Zombie. Dass ein Zombie sich eine Dynamitstange anzündet. Nee. Also, fühle ich nicht. Okay, alles klar. Ich glaube, wir können aufhören. Sehr gut. War gut, dass wir das gemacht haben. Sind dann wohl eher Ghule. Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich habe nichts. Ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab Ihnen einen Ring? Aber ich finde... Oh, wir haben einen Ring. Aber ich finde auch, zu einem Ghoul passt es nicht, sich eine Dynamitstange anzuzünden und damit rumzurennen. Bingo. Danke für das Geschenk, Ada. Oh, das ist so eine schnelle Tür, ne? Ah, oh, der genau, die sind recht schnell, ne? Okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen... Wir müssen uns jetzt ein bisschen auf Helena verlassen. Dass sie da hinten klarkommt. Damit wir die Zombies abfackeln können. Es klingt so, als ob sie hart auf die Fresse bekommt, aber ich kann hier nicht aufhören, weil ich glaube, dann kommen 25 Zombies hier und überrennen uns.
Alter, was macht sie denn? Junge, warum? Was macht sie denn? Okay, scheiß mal drauf. Was ist mit dir? Mann, was kann sie denn? Oh Junge, und jetzt kommen alle, weil ich das... Das ist so scheiße. Oh, ja. Okay, wir wechseln, glaube ich, mal Waffe. Das wird mir jetzt gerade hier ein bisschen zu... Servus. Alter, ihn juckt auch gar nicht. Dreimal. Okay, jetzt ist er RIP. So, da kommen immer noch welche. Okay. Wie trifft er mich an der Kurve? Okay, wir haben es geschafft. Ghule sind intelligente Untote, die meistens auch sprechen und logisch handeln können. Mann! Verbrenn ihn jetzt, bevor er nochmal kotzt. Danke, Junge, Alter. Anstrengend. Haben wir es dann? Das Game ist so fucking anstrengend. Oh, wer ist er denn? So, Sia. Wir haben ein bisschen Heal gefunden. Wir haben ein bisschen Heal gefunden. So. Sehr gut. Aber wir haben, ach, 500 sind es nur. Ich dachte, das wären 5000. Okay, schade. Egal, sei es drum. Die, ne? Also sie tiltet mich schon. Warte mal, da haben wir doch was. Wer weiß? Okay. Who knows? Anscheinend holen wir uns nasse Füße. Der Sound war eigentlich für... okay. Der Sound war eigentlich für den Chat gedacht, falls mal irgendwer hier was richtig, richtig Unqualifiziertes von sich gibt. Dann hätte ich einfach nur den Sound abgespielt. Aber hat auch so gepasst. Wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. So, braves Fischi, Fischi, Fischi. So, die Särge können wir nicht aufmachen. Wir müssen hier lang. Da stellt sich mir die Frage, was ist hier oben? Ah, einfach nur eine Umleitung. Und zwei Vasen. Okay, soweit so gut. Roger. Vor allem, was mich auch immer übel nervt, wenn ich einfach von der Arbeit komme und müde bin. Ah.
Was? Was passiert denn? Wo kam er her? Ich sehe ihn halt nicht mal, ne? Du bist den ganzen Tag arbeiten und da bist du auch irgendwie unter Strom. Dementsprechend auch wach. Weil du halt die ganze Zeit was zu tun hast, etc. Aber eigentlich willst du doch nur heim. Es funktioniert. Eigentlich willst du doch... Helena. Yo, Fischi, Fischi. Eigentlich willst du doch nur heim. Stocken. Chillen. Und dann kommst du heim und bist einfach müde. Leon! Wie traurig ist das denn? Geht's Ihnen gut? So. Da kann ich nichts machen. Sie siezen sich, by the way, immer noch. So gut ich kann. Machen Sie weiter. Okay, wir kriegen Sniper-Munition. Ist schon mal gut. Der kommt da nicht durch. Ist auch gut. So, wo ist sie denn? Da drüben, ne? Ja. Oh, shit. Okay, Leon, los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment. Nach der Arbeit bin ich noch völlig im Eimer und zu müde für irgendwas. Ja, fühle ich. Aber das Problem ist, ja. Ich bin halt am Tag, ich bin halt am Tag 9, 10 Stunden auf Arbeit. Also 7 bis 17. Da kommen wir nie im Und durch. Wenn ich dann nach der Arbeit nichts erledige oder sage, ich bin zu müde oder dann halt nicht stream, weil ich ein bisschen müde bin, dann komme ich halt gar nicht mehr zum Stream. Außer an einem Samstag oder an einem Sonntag oder so. Aber da will dann natürlich Frau auch was machen. Dementsprechend muss ich einfach... Also erledigen wir den, der kurbelt und sind die Speere los. Dementsprechend muss ich halt... Oder was heißt ich muss? Ich will ja auch unter der Woche abends streamen. Und halt auch mal so Dinge erledigen einfach. Einkaufen, Wäsche waschen, whatever. Irgendwelche Möbel aufbauen. Irgendwas ist ja immer zu tun. So. Okay, was ist jetzt der Scheißplan? Kommt sie mit, oder? Hä? Jetzt muss ich hier... Ich check's nicht. Kommen Sie jetzt durch? Ja, hier. Mann, wo fängt es denn an? Ich seh's nicht, Junge. Mann, ich erkenne nicht, bis wohin diese Klingen gehen. Man, du siehst es einfach nicht. Machen Sie weiter. Ich glaube, ich rutsche jetzt einfach schon mal 100 Meter vorher. Die hat es eigentlich auch ganz gut allein im Griff hier, oder? So, da war er, genau. So, weggecrittet. Sehr gut. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment, ich sehe nach. Achso, ich hätte einfach nur hier kurbeln sollen. Die Kurbel habe ich vorhin irgendwie übersehen. Kommen Sie jetzt durch? Ja, es geht.
Ja, so geht's auch. Da kommen wir nie im Leben durch. Wo? In Remake 2 haben sich Leon und Claire direkt geduzt. Ja, ich find's einfach nur weird, dass sie sich siezen. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn das rot leuchtet. Stimmt. Aber was sollen wir sonst machen? Wenn das rot leuchtet, kann ich damit nichts machen. Ist irgendwie in meinen Kopf eingespeichert. Oh hey, wer bist du denn? Einmal. Hat er mich gedodged? Alter, hat sie beide mit einem Kick gleichzeitig erledigt. Okay. So. Oh nee, Junge. Warte mal, da haben wir doch bestimmt irgendwas, oder? So, wie wär's denn damit? So, die Herren, darf ich bitten? Wo liegt denn der Scheiß? Ah, da vorne. Oh, Junge, sind die langsam. Deutsche Synchro in Games ist halt generell nicht so... Ach, ja, es, genau, ein paar Ausnahmen gibt's auf jeden Fall. Mich inter... Scheiß drauf. Keine Zeit hier zu warten. So. Alter, warum sind... Wie sind die denn noch gestorben? So, dich habe ich und du nervst mich tatsächlich auch noch recht. Hat er irgendwie einen Helm auf oder so? Oder warum treffe ich den nicht? Hä? Was ist denn mit ihm? Mann, meine ganze Scharfschützen-Muni. Okay, wir machen das jetzt anders irgendwie. So, da ist die Kurbel. Wir kommen mit. Okay. Was auch immer er droppt, ich will's nicht. Ich habe zu viel Angst vor den Schwertern. Aber ja, ich muss auch sagen, so ein Red Dead Redemption 2, da hast du schon gemerkt, wie sehr das Game einfach, wobei ich es eigentlich schon gerne haben will hier. Wie sehr das Game einfach davon profitiert hat, wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Dass du halt keine deutsche Synchro gemacht hast. Also das Game war ja... unnormal gut synchronisiert. Das, also Red Dead Redemption 2 hatte ja irgendwie die meisten Synchronsprecher, die jemals ein Spiel hatte. Irgendwie 4000 oder 40.000, irgendwie sowas. Das war ja komplett crazy, aber auch unfassbar gut. Also die Synchro zu Red Dead Redemption 2 war ja insane. Will ich hier runter? Ist hier noch irgendwas? Und ich finde halt ein... Ach, das war jetzt ihr Weg hier, ne? Ah, wir können ja noch alle aufmachen. Und Red Dead Redemption 2 hat halt ultra davon profitiert, dass du einfach das komplette Money genommen hast,
in die englische Synchronisation gesteckt hast und nicht ein Viertel von dem Geld in die deutsche Synchro und ein Viertel in die englische und ein Viertel in die spanische und am Ende hast du 6 Synchros, die alle irgendwie scheiße sind, weil du da halt dein Geld aufsplitten musstest und dir keine gescheiten Synchronsprecher leisten konntest, sondern du machst halt eine Synchronisierung, Englisch, putterst da richtig viel Money rein und das muss ich sagen, es hat halt ultra, weil es spielt halt auch im Wilden Westen, ne? Die haben halt auch alle Englisch geredet, da ist halt auch noch authentisch. Aber mega gut, also. Roger. Willkommen im Mittelpunkt der Erde. Warum Mittelpunkt der Erde, Junge? Das war schon wieder komplett random, die Aussage. Oh je. Die Klapperschlange. Okay. So, wo lang gehen wir? Wir gehen da lang. Anderen Weg gibt's, glaube ich, auch nicht, ne? Also Red Dead Redemption 2 werden wir auch 100 pro hier irgendwann im Stream nochmal zocken. Also Teil 1 haben wir ja schon gezockt. Hat mich nicht so abgeholt. Also war cool. Haben wir auch durchgezockt, aber ich habe mehr erwartet. Aber das ist halt, wenn die Erwartungen zu hoch sind, weil A halt von Red Dead Redemption 2 war ich halt ultra begeistert. Das Game war ja so, alter, chill. Dankeschön, dass ich jetzt brenne. Du lässt uns nicht weg, was? Und dann habe ich halt auch übel oft gelesen, ja, hier Red Dead Redemption 2 auch mega geil und fast genauso gut. Und ich dachte mir halt, boah, oh mein Gott. Und dann haben wir es gezockt und es war auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht den Erwartungen gerecht geworden. So. Es war schon deutlich schlechter als Teil 2. Okay, ich höre Dinge. Ist es wieder dieses, Sehr gut. Aber, ich weiß nicht, wie viel Gewehrmunition haben. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Wir wechseln wieder auf Pistol. Ciao. Oh mein Gott, jetzt geht das wieder los. Wer seid ihr denn alle? Wo kommt ihr denn alle her, Junge? Ja, Resident Evil ist schon auch so ein klassisches Game. Ich heb mir das bis zum Ende auf. Ich werde es irgendwann brauchen. Und irgendwann hast du das Game durchgezockt. Und da hast 498 Brandgranaten im Inventar und 546 Pumpgun-Schuss. Alter, ganz, ganz schlimm, was das angeht, finde ich ja so Souls-like-Games. Elden Ring, Dark Souls. So, kann ich den Boy hier einfach ignorieren? Alter Junge. Danke für die Hilfe, Partner. Vorsicht. Nicht immer da, um sie zu retten. Da. Raus mit den Viecher. Oh, was mache ich mit dir?
Okay. Ach, wir können da rüberspringen. Okay, let's go. Er schreit trotzdem noch? Oh nee, Junge. Oh nee, da oben ist so ein Fettsack. Scheiße. Ich finde es geil, wenn die Zombies ihre Waffen gleich selbst mitbringen, mit denen wir sie dann umbringen. Das ist eigentlich echt eine super coole Sache. Shit, wo war der Fettsack jetzt? Hier, hier. Scheiße. Fuck, was machen wir mit dem? Oh nee, der steht ja gleich da drüben, Alter. Was ich mich auch immer frag. Spawnen da jetzt hier unendlich? Oder hat es irgendwann ein Ende hier? Jo, 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 jo. Oh mein Gott. Ach, weil der Fett. Oh mein Gott. Uncool, uncool, uncool. So, die Frage ist, können die auch hier rüber springen? Nein, nicht, ne? Zurück, Teufel. Du hast es genug zu fressen. Oh shit, die Kleinen können hier rüber. Okay. Ich weiß gar nicht. Da kriegt er irgendwie mehr Damage. Aber wo schieße ich denn drauf? Auf seinen Arsch oder was? Amin? Kann ich ihn jetzt finishen? Nee, kann ich nicht. Ach so, lol. Okay, sehr gut. Ey, da muss ich auch sagen, in einem Resident Evil 1 bis... Ah, wie war es denn in 5? Weiß ich gar nicht mehr. Na, wobei, 5 war auch nicht... Also, in einem Resident Evil 1 bis 5... Wie viele kommen denn von euch, Jungs? Meine Güte. In einem Resident Evil 1 bis 5 waren die Gegner schon... Der Junge, er hat einfach Dynamit auf seinem Rücken gehabt. War irgendwie eine Scheißtaktik, ne? Wenn dann explodierst du am Ende. Fand ich, waren die Gegner so, dass du ganz klar erkannt hast, wo muss ich welchem Gegner hinschießen, um ihm Damage zu machen. Ah, 5. Okay, lass mal, klammern wir 5 mal aus. Also da dieser Drecksgegner, wo ich fast das Game nicht mehr weitergezockt habe, mal dahingestellt. Aber alles in allem hast du einen Gegner gesehen und du hast den Spot gesehen. Nee, Junge. Und du hast den Spot gesehen, an dem du ihm Damage machen kannst. Das fehlt mir hier ein bisschen. Die Gegner sind einfach da und du schießt irgendwo hin und du weißt nicht, ob du jetzt Damage machst oder nicht. So nach dem Motto ein bisschen. Also irgendwie anscheinend mache ich ihm jetzt Damage, wenn ich ihm auf die Beine schieße. Warum auch immer. Ey, der war ja... Das war ein richtiger Lappen, Alter. Bin ja übel schnell tot. Ja, zumindest mit dem Sturmgewehr. Aber was ich ja auch geil finde, ich meine, das ist sicher auch tagesaktuell. Ich weiß auch nicht, ob Filat hier ist. Wie sich so die Dinge wandeln. Ich habe ja mit Resident Evil 1, da war ja hier ultra viel los im Chat.
Da ging es ja hier übelst ab. Und dann habe ich ja bei Resident Evil nach 1 habe ich ja dann Dragon Age Inquisition gezockt. Und da war ja kein Mensch mehr hier. Oder wenn dann halt im... Helena, weg da! Ciao, ciao. Oder wenn dann halt im Lurk. Und dann habe ich wieder Resident Leon. Evil gezockt. Ich brauche Hilfe! Ja, ich auch. Und dann war wieder die Hölle los. Jetzt war bei Prince of Persia die Hölle los. Also auf jeden Fall mehr wie jetzt bei Resident Evil 6. Das ist genau andersrum. Aber Resident Evil 6 ist halt auch nicht so beliebt, ne? Ist halt einfach, muss man halt dazu sagen. Ja, dass dieser rote Laser... Halt endlich die Klappe. Kann der auch noch irgendwie sterben, ne, vielleicht, oder? Die machen immer Probleme. Sehr gut. Ach scheiße, ich habe keine Pistolenmuni mehr. Das wird jetzt... Oh fuck, hatten wir nicht gerade noch 60 Schuss oder so? Irgendwie ganz schön scheiße. Oh shit. Oh shit. Ja, das hat mir Damage gemacht. Ich war einfach komplett woanders. So, kurz weggesniped. Haben wir es dann? Ja, ist doch okay. Lass doch bitte einfach die Brücke runter, ne? Da ist er doch. Der Filat. Der Raid-Filat. Servus, Filat. Ich wünsche euch viel Erfolg im Raid. Sehr gut. Gerne, gerne. Hat sie nicht gerade die Brücke irgendwie runtergelassen? Oder was ist das? Ist irgendwas dazwischen gekommen? Er ist dazwischen gekommen hier, ne? Was ich auch so ganz schlimm finde, mich stört es gar nicht so sehr, müde zu sein. Also jetzt gerade bin ich auch müde, aber was mich stört, sind so diese körperlichen Effekte einfach. Deine Augen brennen. Ultra nervig, wenn die Augen brennen. Also wenn du müde bist und deine Augen so brennen. Das ist schlimmer wie müde sein selber. I hate it. Also. Seht ihr diesen Stein? Seht ihr diesen... Diesen 40 Tonnen Stein. Junge, was war das, Alter? Alter, er jietet einfach an mir vorbei. Springt hier hin, wo kein Mensch ist und explodiert einfach. Also. Darf ich bitte ganz kurz nur. Ich will ganz kurz nur was erzählen, Leute. Könnt ihr euch bitte kurz beruhigen? So, dieser Stein hier. Den schieben wir jetzt weg. Ich weiß, es glaubt mir niemand. Es glaubt mir niemand. Dieser Stein wiegt 10 Tonnen, aber wir schieben den jetzt weg, okay? Because wir sind fucking Herkules, Alter. Wir sind fucking Herkules. Oder sie, einer von uns beiden. Ich habe keine Muni mehr.
kenne. So. Dass wir einfach gar keine Pistolenmunition mehr haben. Dass er immer überall runterfallen muss. Bitte schieß auf das Dynamit, Alter. So, er hat gar kein Dynamit. Ist er tot? So, nee, ist er nicht. Also, oh shit, ich wollte eigentlich die Vase hier. Sehr gut, okay. Leider auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Okay. Oha, tschüss, wie lange dauert es? Yo. Ach, wir sollten das gar nicht schaffen. Okay. Hände da, schnell. Oh, das erinnert mich an, das erinnert mich an Herr der Ringe. Die Brücke, nach dem Balrog. Okay, Jungs, ich glaube, hier stürzt eh alles zusammen. Ich habe keine Muni mehr. Das heißt, ich lasst euch von mir nicht ablenken. Ich renne hier einfach mal durch, wa? Geil. Alter. Der nächste 10-Tonnen-Stein, natürlich. Junge, renn, es ist nur... Geiles, wir hatten es ja gestern schon in dem Game, du kannst nicht mal in Cutscenes was trinken, weil einfach, weil ich die ganze Zeit Angst habe in der Cutscene, dass irgendein Quicktime-Event kommt. Alter, um 29.45 Uhr. Die, das ist die Filatsche Zeitrechnung. Da geht die Uhr bis 30. Haben auch schon die alten Römer benutzt. Oh, jetzt kommen die Fragen, die unangenehm sind, aber die gestellt werden müssen, hä, Filat? Warum bist du so spät erschienen? Was ist deine Entschuldigung? Arbeit. Oder könnte man eine Talk heute bei Maybrit Illner? Wo war Filat? Als der Stream begann. Auf Arbeit? Verhindert? Schlafend auf der Couch? Wir finden es raus. Mit Markus Lanz. Alter. Das war nicht cool, jetzt habe ich keine Luft mehr. Oh, war doch recht knapp.
Immer dieselben Ausreden. Ach so, wir tauchen noch weiter. Das war nur zum Luftholen kurz. Oh nee. War gar nicht cool, ey. Ich meine, ich muss ja in die reinschwimmen. Das ist die Kacke, weil ich kann ja hier unter Wasser nicht mal schießen. Ich kann halt legit gar nicht verhindern, dass sie mich packen. Wo müssen wir denn hin? Hier. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Mann, diese Steuerung! Ah. Sehr gut. Was für ein Scheißtag. Irgendeinen zieht's gleich runter. Helena! Nein! War absehbar. Überleben Sie den Angriff. Okay. Ist das eine Cutscene? Muss ich irgendwas machen? Ah, Leertaste von R. Okay. Aber es ist auch mal ein cooler Bossfight, oder? Das ist einfach mal ein Quicktime-Event-Bossfight. Überleben Sie diese brenzlige Situation. Okay, ich suche einen Platz zum Hochklettern. Ja, der wird uns bestimmt nochmal packen, oder? Helena, können Sie mir mit dem Gitter helfen? Können Sie mir bitte mit dem Gitter helfen? Moment! Leon, Echo! Ah, shit. Wie? Wenn ich jetzt sterbe, ist... Danke. Was? Wie, danke? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass sie irgendwas gemacht hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie cool er bleibt, ne? So ein scheiß Zombie... So ein scheiß Zombie-Hai hinter ihm. Es sieht immer so aus, als würde er uns packen, Alter. Und fressen, aber... Okay. Was machst du in der Situation, wenn einer von beiden keine Muni mehr hat, ne? Ist auch eine gute Frage. So, eigentlich müssten wir hier lang. Ach so, sie kam von hier oben, oder? Können wir nochmal da hochgucken, vielleicht gibt es ein bisschen Loot.
Sehr gut. Weil wir brauchen momentan jedes Quäntchen Munition, das wir kriegen können. So, da oben ist auch noch was. Okay. Warte mal. Ich check's gerade nicht mehr. Ah, hier. Warte mal, rutschen wir nach hinten oder rutschen wir geradeaus? Rutsche ich auf ihn zu oder rutscht er mir hinterher? Achtung, da kommt er. Ich check's gerade nicht ganz. Er rutscht mir hinterher, oder? Was? Super verwirrend, ne? Okay, ich... Warum sie? Warum kann ich das nicht machen? Digga, was? Ich konnte nichts machen. Er sagt zu ihr, zielen Sie auf das Dynamit. Ich warte einfach, dass sie auf das Dynamit zielt, weil ich konnte obviously nichts machen in der Sekunde. Und sie tut's einfach nicht. Ich bin wegen ihr gestorben. Okay. One more time. Da kommt er. So, okay, soweit so gut. Jetzt müsste wieder die Stelle kommen mit dem Dynamit, oder? Zielen Sie auf das Dynamit! Ich kann. Ah, warte, ich kann. Ah, ich konnte auch schießen. Es sah nur nicht danach aus. Okay, sehr gut. Alter, ihn hat's komplett zerbastelt, Junge. Haben die gerade wieder die Stadt bombardiert mit einer fucking Atombombe? Ist ja wirklich? Ja, haben sie tatsächlich. Ist wirklich Raccoon City 2. Er sterilisiert das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? Gott sei Dank sind sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist. Wo ist er hin? Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge. Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja. Sehen Sie sich das an.
passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China. Was? Wie jetzt, Alter? Als ob wir jetzt wirklich nach China fliegen. Ich meine, irgendwie fände ich es geil, wenn jetzt einfach so ein Teil von dem Game in China spielt. Irgendwie passt es aber auch nicht. Also, sind wir mal ganz early. Mal Hand aufs Herz. Irgendwie passt es nicht zu Resident Evil im fucking China. So. Wir beenden wieder das Game. Weil ich weiß nicht, ob wir trotzdem unsere Fähigkeitspunkte ausgeben können, wenn wir es nicht tun. Wahrscheinlich nicht. So, Spiel starten. Also auch dieses Fähigkeitenmenü. Also, I'm sorry, aber es ist ja ultra weird. Einfach im Hauptmenü, Junge, muss ich skillen. So, wir nehmen schönen Schusswaffenschaden. Sehr gut. Sehe ich mich. So. So, dann einmal hier ganz kurzer Cut. Kurze Pause.